Ja, vielleicht darf ich mich noch kurz vorstellen. Also ich bin, was ich so mache grundsätzlich, um das mal einzuführen, kurz in den 10 Minuten. Also ich bin grundsätzlich Medienpsychologin. Ich leite beim Artlectronica Future Lab in Linz den Forschungsbereich der Roboterpsychologie. Den habe ich dort aufgebaut in den letzten Jahren. Das bedeutet nicht, dass jetzt total verzweifelte Humanoide bei mir irgendwie auf einem roten Therapiesofa liegen, sondern dass ich die Robotik aus der psychologischen Perspektive betrachte. Das heißt, ich stelle mir die Frage, wie wir Roboter gestalten können in unterschiedlichen Einsatzgebieten, sodass wir mit diesen Maschinen in Zukunft, wir Menschen, möglichst gut zurechtkommen, dass das Ganze angenehm für uns ist. Daneben bin ich auch noch die Digitalkolumnistin der Oberösterreichischen Nachrichten, jeden Samstag, vielleicht mag man mal reinschauen. Jetzt ist es ja grundsätzlich schwierig, also irgendwie ein Privileg und eine Bürde gleichzeitig, wenn man irgendwie 10, 15 Minuten Zeit hat, um was immer man auch möchte zu sagen. Ich habe mir gedacht, dann sage ich irgendwie was Grundsätzliches, manchmal muss man grundsätzliche Dinge sagen, irgendwie ein paar so grundsätzliche Aspekte meiner Arbeit, die sich aus den letzten Jahren für mich ergeben haben und die so ein bisschen auch Leitgedanken von meiner Forschungs- und Entwicklungsarbeit sind. Was mir auffällt in den letzten Jahren, ich spreche ja oft vor ganz unterschiedlichen Publikumsgruppen zum Thema Robotik und künstliche Intelligenz und Mensch-Roboter-Beziehungen. Und wir alle kennen ja die Buzzwords, die ständig durch die Medien geistern, wie Industrie 4.0, soziale Robotik, Sexroboter, Pflegeroboter, Paketdrohnen und so weiter. Ja. Also wann immer ich mit Leuten über das Thema diskutiere, egal ob das Industrielle sind oder Schülerinnen und Schüler, dauert es eigentlich bei den Question-and-Answer-Sessions am Schluss nur irgendwie 2, 3 Fragen, bis wir mal bei den gleichen Themen sind. Dann kommt immer so Terminator-Gedanke ins Spiel und ganz große Ängste und ganz große Skepsis kommt auf, was dieses Roboterzeitalter betrifft, auf das wir da scheinbar zusteuern. Und immer wird mir dann die Frage gestellt, ja, wie können wir uns denn vorbereiten auf diese Roboter, die da kommen? Was müssen wir denn tun? Was müssen wir lernen? Was müssen unsere Kinder lernen? Welche Kompetenzen können wir uns aneignen, damit wir überhaupt mit diesen Maschinen, die auf uns zukommen, mithalten können? Und das finde ich so den falschen Ansatz. Also ich finde das völlig absurd. Ich verstehe es, ja, ich verstehe es, dass Leute diese Frage stellen, weil es oft so vermittelt wird, aber ich finde es völlig absurd, die Frage so zu stellen, weil natürlich die Frage heißen muss, wie können wir die Robotik so gestalten, damit nicht wir Menschen uns ständig irgendwie anpassen und verändern müssen. Ja? Oft erscheint so, als wäre irgendwie, als wären die Roboter irgendwie was von so einem fernen Planeten, von irgendwelchen Aliens, die uns auf die Erde geworfen wird und wir können uns irgendwie nicht dagegen wehren, aber natürlich sind Roboter und ist künstliche Intelligenz und diese technologischen Entwicklungen, die damit einhergehen, natürlich was ja menschgemacht ist und wo man einfach schauen muss, dass man momentan jetzt schon möglichst gut mitgestaltet, sodass das Ganze für uns akzeptabel wird. Also es ist nicht so, dass der Bender von den Aliens auf die Erde geschmissen wird. Und ich finde es extrem wichtig, dass unterschiedlichste Disziplinen jetzt im Moment wirklich daran mitarbeiten, dass wir eine automatisierte Zukunft schaffen, in der wir Menschen uns möglichst alle im Mittel wohler und besser fühlen und gut mit diesen Entwicklungen zurechtkommen. Ich bin deswegen auch im neuen Rat für Robotik der Bundesregierung als eine von 8 Expertinnen und Experten und hoffe, dass wir da ein bisschen was weiterbringen und möchte jetzt einfach mal aus meiner Forschungsperspektive so 3 Faktorenfelder in aller Kürze ins Rennen schicken, mit denen ich mich sehr häufig auseinandersetze und die jetzt aus psychologischer Perspektive, weniger jetzt aus politischer oder ökonomischer, ja, für die Gestaltung der Robotik in Zukunft sehr wichtig sind. Der erste Punkt ist, Maschinen sollen als Maschinen für uns Menschen erkennbar bleiben. Ihr habt vorhin im Zug einen Screenshot aus Shutterstock rausgezogen. Und wenn man dort Robotik oder ich glaube es war Robot oder Artificial Intelligence, weiß ich jetzt nicht mehr, eingibt, auch bei Google Images, dann kriegt man immer solche Bilder geliefert. Ja?
Jede zweite gottverdammte mediale Geschichte über Roboter oder künstliche Intelligenz wird bebildert mit dem künstlichen Menschen, meistens in so einem Cyberblau. Ja. Also das ist das Bild, das das breite Publikum zur Robotik hat. Und da kann es in der Geschichte sogar um Industrieroboter gehen oder um autonomes Fahren. Ja. Immer wieder sehen wir diese Bilder. Und das ist psychologisch dermaßen kontraproduktiv. Ja. Also wenn es uns jetzt um die Akzeptanzforschung mal geht, dann ist das völlig kontraproduktiv, weil genau dieses Bild, das da vermittelt wird, ja, der künstliche, also diese Maschine, die uns Menschen in unserer gesamten Komplexität als gesamte Wesen nachbilden, das ist was, wovor wir große Ängste haben, wovor es uns in der Regel sogar gruselt. Ja? Das ist auch was, und das muss ich jetzt nur dazu sagen, was sicher nicht die Breite der Robotik widerspiegelt. Also ich würde mal sagen, 99 noch mehr wahrscheinlich Prozent der Robotik ist nicht humanoid, ja, sondern hat ganz andere Erscheinungsformen. Trotzdem gibt es natürlich in Nischenbereichen auch sowas. Ja. Also ich habe in den letzten 5-6 Jahren häufig mit Hiroshi Ishiguro zusammengearbeitet, ein Robotiker aus Osaka in Japan, der zum Beispiel wirklich die Vision vertritt, dass er Roboter entwickeln möchte, die jetzt dann in, sagt er, so 10 Jahren möglicherweise mit uns durch die Straßen gehen und die nicht mehr als Roboter erkennbar sein sollen. Und er hat damit begonnen, dass er real existente Roboter als Menschen nachbaut. Also er hat mit sich selbst begonnen. Er selbst ist ja in der Mitte links und hat sozusagen seinen robotischen Zwilling zuerst gebaut. Manche von euch kennen die Geminoids ja vielleicht eh. Und hat dann begonnen, das auch noch mit weiteren Menschen zu machen. Und das sind Roboter, die wirklich mit Silikonhaut und feinsten Härchen überzogen sind und sogar, wenn sie im Standby-Modus sind, immer so ganz leichte Bewegungen ausführen, weil auch wir Menschen ja nie ganz starr sind, ja, wenn wir zum Beispiel auf dem Sessel sitzen. Also da geht es wirklich um diesen hochgradigen Realismus. Das ist so ein Mimiktest von einem der letzten sogenannten Geminoids, also Zwillingsroboter, wo man sieht, wie der ein paar so Basisemotionen von uns Menschen nacheinander abspult in so einem Testsetting. Genau. Also auch sowas gibt es und auch solche Roboter kommen teilweise schon zum Einsatz, zum Beispiel an Hotelrezeptionen oder als Infovermittler in Shopping Malls in Japan. Jetzt ist es so, und ich weiß nicht, wie es euch geht, vielleicht kennt ihr diese Art von Roboter ja ohnehin, dass die typische Reaktion auf diese Art von Roboter, also auf androide Roboter, auf hochgradig realistisch menschliche Roboter ungefähr so ausschaut. Das ist jetzt ein Screenshot von YouTube-Kommentaren, auch zu einem Roboter von Hiroshi Ishiguro, den ich grundsätzlich sehr schätze als Provokateur, aber wir sind ein bisschen unterschiedlicher Meinung. Und man sieht schon, in welche Richtung diese User-Kommentare gehen, recht explizit bis zu Kill it with fire. Und da gibt es psychologisch ganz interessantes Phänomen dazu, dass sich mit der Unheimlichkeit, ja, mit diesem Grusel-Effekt von hochgradig menschenähnlichen Maschinen beschäftigt, das sogenannte Uncanny Valley-Phänomen, zu dem ich auch viel geforscht habe in der Vergangenheit. Und das möchte ich so ganz kurz erklären, weil ich es ganz interessant finde, weil es ein gutes Gegenargument eigentlich auch aus der mittlerweile auch empirischen Forschung liefert, warum man nicht unbedingt solche Roboter irgendwie in unseren Alltag integrieren wollen sollte. Um diese Grafik da zum Uncanny Valley Phänomen kurz zu erklären, Uncanny Valley heißt übrigens unheimliches Tal. Wir haben auf der X-Achse da steigende Menschenähnlichkeit und auf der Y-Achse könnte man sagen, die Reaktion seitens eines Publikums von ganz negativ bis ganz positiv oben. Und ganz simpel gesagt wäre es so, also ein Roboter mit sehr wenig Menschenähnlichkeit, zum Beispiel so ein Schwenkarmroboter von KUKA, der ist wenig menschenähnlich und auch wenig sympathisch. Ein humanoider Roboter, der schon ein bisschen menschenähnlich ist, ja, der aber klar als Maschine erkennbar ist, der ist auf so einem Akzeptanz- und Sympathie-Hochplateau. Ja. Also solche Arten von Robotern werden meistens als sehr niedlich, als freundlich wahrgenommen. Und wenn es dann noch um einiges menschenähnlicher wird, ungefähr so,
Und das entspricht sehr gut dem Bild aus den Bilddatenbanken, ja, also so wie uns Shutterstock weiß machen möchte, dass Roboter aussehen, wird es plötzlich sehr gruselig und die Akzeptanz fällt ab. Ja, und diese Arten von Robotern werden als sehr furchterregend wahrgenommen. Und dazu habe ich selber auch ein paar Studien gemacht und dieser Effekt zeigt sich ungefähr so mittlerweile auch empirisch ganz gut. Jetzt stammt die Beschreibung dieses Phänomens von Masahiro Mori, das ist ein japanischer Robotiker aus 1970, der damals schon gesagt hat, ja grundsätzlich könnten wir jetzt probieren, diese Roboter noch realistischer menschlich zu machen, sodass sie aus diesem unheimlichen Tal rechts wieder rauskommen, hat aber auch damals schon davon abgeraten, ja, weil das natürlich was ist, was wir Menschen eigentlich gar nicht wollen. Ja? Also wirklich dieses Szenario zu schaffen, dass wir uns mit Maschinen durch den Alltag bewegen und wir wissen einfach nicht mehr, ist es Maschine, ist es Mensch oder ist es irgendein Hybridwesen, was ist von diesen Maschinen zu erwarten. Das ist psychologisch ein sehr wichtiger Aspekt, ja, wenn wir keine Erwartungshaltung zu unserem Gegenüber aufbauen können, dann haben wir oft Probleme damit. Ist grundsätzlich schwierig und wie gesagt, er hat damals schon abgeraten. Ich sehe dieses Problem des Uncanny Valleys momentan weniger stark in dieser haptischen Robotik, mehr momentan im Bereich der Chatbots. Also da sehe ich momentan ganz viele Entwicklungen. Bin immer mal wieder auch bei Konferenzen, wo es um Chatbots im Telemarketing und in der Kundenbetreuung geht und so weiter. Und da wird oft, also eigentlich darauf hingearbeitet, ja, dass man Bots schafft, die eben nicht mehr als Maschinen erkennbar sind, also auch konkret im Kundengespräch beispielsweise. Und ja, ich denke, dass das ein Zustand ist, der nicht erstrebenswert ist. Also ich bin da absolute Verfechterin auch von Transparenz, ja, also beim Einsatz, auch ökonomischen Einsatz. Beispielsweise im Telemarketing von Bots, finde ich, haben wir Menschen das Recht zu wissen, mit wem wir es zu tun haben. Deswegen, um meinen ersten Punkt abzurunden, ist es auch psychologisch, das zeigt eben die Forschung unter anderem zum Uncanny Valley, empfehlenswert, Maschinen so zu gestalten, dass wir sie klar als Maschinen kategorisieren können. Also dass für uns Menschen im ersten Blick klar ist, okay, Maschine, Roboter, ich kenne mich aus. Ja? Rein mal zur visuellen Gestaltung. Ein zweiter Punkt, den ich gern kurz einbringen würde, ist, Maschinen sollen sich uns gegenüber erklären. Was meine ich damit? Da geht es mehr um die Kommunikation zwischen Mensch und Roboter. Es gibt erste Studien und wir am Asynchronic Future Lab arbeiten jetzt auch ein bisschen in die Richtung, die ganz klar zeigen, wie wichtig es ist, dass wir Menschen in der Lage sind zu antizipieren, was ein Roboter als nächstes vorhat beispielsweise. Ja? Also wenn man jetzt zum Beispiel, ich weiß, ich gehe jetzt ziemlich schnell von einem Bereich in den anderen, aber wenn wir jetzt mal so an Mensch-Maschine-Kollaboration am Arbeitsplatz denken. Bitte? Okay, achso. Gut. Ja, wer die Info kriegt, bis zu 15 Minuten, ja gut, mache ich es ganz kurz. Ja. Wenn man an Mensch-Maschine-Kollaboration am Arbeitsplatz denken, zeigen mittlerweile schon erste Studien, dass sie Menschen wohler fühlen, dass sie sich sicherer fühlen, dass aber auch die Teamarbeit zwischen Mensch und Maschine effizienter ist, also schneller, da hat man sogar einen ökonomischen Aspekt dann drinnen, wenn Menschen gut vorhersehen können, was die Maschine als nächstes tut. Das heißt, in der Robotergestaltung wird es ganz wichtig sein, dass uns intelligente Maschinen sagen, was sie gerade wahrnehmen in ihrer Umwelt, was sie generell können, beispielsweise so ganz simple Sachen, welchen Zweck sie verfolgen, worauf ihre Entscheidungen beruhen und was sie als nächstes vorhaben. Das ist einfach ein kurzes Bild. Also ja. Vielleicht gibt es eine Frage dazu, wo wir auch so Tests machen in Interaktion mit Drohnen und einfach mal so proaktive Lichtsignale austesten, also in quasi zukünftigen Verkehrsszenarien, wo wir vielleicht Flugbahnen auch von Drohnen in der Stadt kreuzen müssen. Ist es auch sehr wichtig, das hat sich gezeigt, dass wir wissen, dass die Drohne beispielsweise für uns bremsen wird. So. Und der dritte Aspekt betrifft mehr die Tätigkeitsfelder von Robotern. Und da ist mein wichtiger Punkt, dass Maschinen Menschliches nicht ersetzen sollen, sondern ergänzen sollen. Ja, also ich glaube, wir müssen wirklich wegkommen von so einer Substitutionslogik, wo
teilweise, man liest das ja immer wieder, ja, also eben wie schon gesagt, auch visuell, dass wir Menschen in unserem Gesamten ersetzt werden sollen, was ohnehin kaum möglich ist, ja, und wovor Menschen eben eine große Angst haben, sondern mehr zu einem komplementären Ansatz gehen, wo wir Maschinen dort einsetzen, wo sie wirklich gut sind, Besseres leisten können als wir Menschen, und uns vielleicht auf Dauer sogar mehr Zeit geben und mehr Ressourcen geben, damit wir Menschen uns mit Dingen beschäftigen können, mit denen wir uns gern beschäftigen. Da habe ich nur eine Grafik mitgenommen, die ich ganz interessant finde, von einer EU-Befragung, bereits aus 2012, aber immer noch recht relevant. Wenn man Leute fragt, wo sollen Roboter prioritär zum Einsatz kommen, ja, dann ist das so möglichst weit weg, also am besten im Weltraum. Und je näher es quasi zu uns Menschen, zu unseren Kernkompetenzen auch geht, ja, je näher es zu empathischer Kommunikation, was ausverhandeln, also uns beraten, für Kinder und Ältere da sein, diese Dinge, desto weniger Akzeptanz gibt es da auch. Deswegen, ja, um das jetzt nur kurz abzurunden, ich habe keine Zeit mehr, hin zu so einem komplementären Ansatz, und ich glaube, dann wird auch die könnte man auch die Akzeptanz von Robotik und künstlicher Intelligenz steigern in der allgemeinen Bevölkerung, wenn man das mehr komplementär erzählt, wenn man sagt, okay, wo Maschinen wirklich Tolles leisten können und weniger diese Bilder zeigen vom Roboter, der zum Beispiel als Pflegeroboter dann irgendwie die Hand der Oma am Krankenbett tätschelt. Ja. Deswegen ist Vorbereitung aufs Roboterzeitalter, so wie mir die Frage oft gestellt wird, die falsche Frage. Ich glaube, wir müssen alle zusammenarbeiten, um das Roboterzeitalter so vorzubereiten, damit wir Menschen uns drinnen wohlfühlen und gut mit diesen Maschinen umgehen können. Ich bin innerhalb der 15 Minuten. Ja, super, Martina, es war auch sehr spannend. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, wow, du kannst jetzt noch eine halbe Stunde reden, was wirklich super ist und sehr mitreißend. Und vielleicht finden wir da noch eine andere Gelegenheit, weil der netzpolitische Abend ist halt einfach so ein knappes Format. Aber super, herzlichen Dank. Ja, ja, was gibt es denn nochmal für Fragen von euch? Ah, ja. Ich glaube, Cory Doctorow, was der mal gesagt hat, ein Roboter ist ja nichts anderes als ein mobiler Computer. Wenn es geht, die Frage, wie soll ich mich aufs Roboterzeitalter vorbereiten, ist ja dann eigentlich eine überholte Frage, weil es eigentlich ist, wie soll ich mich aufs Computerzeitalter vorbereiten, und das ist irgendwie schon 40 Jahre zu spät. Also genauso, wie du gesagt hast, ein Roboter oder eine Maschine soll sich immer erkenntlich machen. Die Forschung geht in eine andere Richtung. Wir wollen, die Technik will eine Turing-komplette Maschine haben, die ich nicht mehr von einem Menschen unterscheiden kann. Also, welche Forschung? Ja, in der IT, also so ja. Informatik. Genau. Also, ja, ich weiß. Die Herausforderung ist ja, die Maschine nicht mehr erkennbar zu machen. Also, ja, das ist eher Wunschdenken, oder? Das ist, deswegen finde ich auch die interdisziplinäre Zusammenarbeit so wichtig, ja, weil ich kann jetzt nur, also ich arbeite ja ganz viel mit Codern und Entwicklern zusammen und ich verstehe auch total diese Ansätze, ja, aber jetzt rein aus der sozialwissenschaftlichen Forschung wäre das nicht erstrebenswert, ja, also da sehen wir eher und da deuten die empirischen Ergebnisse eher darauf hin, dass wir uns leichter tun, wenn wir unterscheiden können. Und bei Chat, ich gebe dir vollkommen recht, dass natürlich sozusagen man kann Roboter als mobile Computer betrachten, das hat auch der Bill Gates im Scientific American in der Cover Story genauso damals geschrieben. Ja. Ich gehe sehr stark von der öffentlichen Wahrnehmung aus, ja, also sozusagen wie die Wahrnehmung bei den potenziellen Usern ist. Und da ist der Roboter eine eigenständige Entität eigentlich, ja. Es ist ein bisschen was anderes, ein quasi ein fast ein soziales Gegenüber. Bitte, ja. Ich war heute bei den Digitales in Wien, und da ging es ums Assisted Living, so diese ja. Geschichte. Ja. Und ich habe es auch irgendwo im Hinterkopf, dass in Japan eben schon ganz massiv an Pflegerobotern gearbeitet wird, weil die halt von der Demografie her sagen, ja. Das wird sich irgendwann alles nicht mehr ausgehen. Die Studie, also diese Zahlen waren jetzt von der EU quasi das Wunschdenken des Volkes sozusagen, ja. Aber nicht die Realität, wie es sein wird. Ne? Also, zum militären Einsatz, ja. Wobei ich schon sagen muss, also das mit der Pflegeroboter, ich bin ja häufig in Japan, ja. Und ich muss sagen, man sieht natürlich schon immer wieder diese Bilder, ja,
ja, vom humanoiden Pflegeroboter, der vielleicht dann noch so ein Schürzchen ja, hat, also da geht es ja wieder eigenes Thema, ja, das Stereotyp in der Robotergestaltung. Aber ich glaube trotzdem einfach nicht, dass das die Roboter der Zukunft sein wird, auch nicht in der Pflege, ja, dass man hingeht zu einem komplexen robotischen Wesen, das sowohl die quasi die empathische Pflege als auch die mechanische Dienstleistung übernimmt. Also ja. Die mechanische könnte ich mir durchaus vorstellen, die empathische. Ja, und da deuten eben wiederum, also aus der Sozialwissenschaft deuten alle Studien, die es bis dato gibt, natürlich herrscht noch riesiger Forschungsbedarf bei all diesen Dingen, ja, deuten darauf hin, beispielsweise wenn es um Berührung durch Roboter geht, ja, da sehen wir, dass Patientinnen und Patienten das sehr wohl akzeptieren, wenn es funktional ist, ja, wenn es notwendig ist, wenn zum Beispiel von der Hautoberfläche Daten abgenommen werden. Es gibt so spannende Experimente, ja, wo quasi in einer Vergleichsgruppe dann gesagt worden ist, der Roboter berührt dich, weil er empathisch ist, weil er dir Trost spenden möchte. Und das ist nichts, was die Menschen wollen. Ja? Also meine Vision ist wiederum diese komplementäre. Ich glaube, es gibt Riesenpotenzial in der Pflege für Robotik. Kein Mensch, würde ich mal mir sagen, zu trauen, möchte auf andere Menschen in der eigenen Körperpflege angewiesen sein. Ja? Also intelligente Maschinen zu schaffen, die von mir sympathische Werkzeuge sein können, ja, die mich unterstützen in meiner Autonomie und mir aus dem Bett helfen, oder? Aus dem Bett helfen, beim Waschen helfen, weißt, sowas, was uns wirklich unangenehm ist im Mensch-Mensch-Kontakt. Ja. Kann ich mir super vorstellen. Ich glaube, es gibt super Potenziale für Exoskelette, fürs Pflegepersonal, die ja wahnsinnige Probleme mit Hebebewegungen beispielsweise haben, ja, ganz viele mechanische Hilfsarbeiten im Pflegebereich. Und die Vision muss ja sein, dass wir zu einem Szenario kommen, wo die Menschen, die in dem Bereich unterwegs sind, wieder mehr Zeit haben für die Urform der Pflege, also für das Füreinander-Dasein. Und da muss man natürlich schauen, dass man in die Richtung kommt und dass nicht Effizienzgedanken, ja, dann nur mehr das eine überbleiben lassen. Wir hätten im MetaLab so 2-Stunden-Slots für solche Themen. Ich werde eine Mail schreiben. Dankeschön. Ja, super. Genau, das wollte ich. Komm mal auf. Okay, ich glaube, das war. Möchte noch jemand? Ja, bitte. Ja, mich würde interessieren, wie es zu erklären ist, dass die Akzeptanz bei Militär und Sicherheit so hoch ist, weil das ist ja potenziell der gefährlichste Bereich, der sich am ehesten gegen die Menschen wenden kann. Ja, in dieser EU-Befragung. Ich glaube, das resultiert daraus, dass da ja die quasi eine breite Öffentlichkeit befragt worden ist und dass innerhalb der EU bei den 27.000 Befragten, glaube ich, trotzdem der Militärbereich einfach einer ist, der relativ weit vom Alltag weg ist. Ja. In der Studie ist diese Frage sehr oberflächlich behandelt worden, das heißt, es hat keine konkreten Bilder beispielsweise gegeben zum Einsatz von Drohnen, beispielsweise im Militärwesen in der Frage. Also ich denke, dass das wirklich daraus resultiert, dass das immer nur was ist, was für das Gros der Menschen weit weg ist und nicht in ihrem Alltag stattfindet, ja? Wenn man Bürgerinnen und Bürger in der Europäischen Union 2012 befragt hat. Wenn man da genauer reinschaut in das Thema, gibt es natürlich andere Daten. Ja. Eine gilt noch, Martina? Eine Frage? Ja, bei mir schon. Einmal bin ich noch kurz lästig. Du hast jetzt öfter den Begriff künstliche Intelligenz verwendet. Ja. Ich würde jetzt das, was jetzt so als Chatbots und so weiter herumkriegt, ja eher als maximales Expertensystem bezeichnen. Ja. Wie schaut es aus deiner Sicht aus? Wie weit sind wir jetzt von einer echten künstlichen Intelligenz weg? Ich meine, ja, in 3 Jahren ist sie fertig. Das ist so eine Brennstoffzelle. Ja, also, genau, aber die Simulare wird verschiebt sie auch. Genau, ja, das ist fürchterlich. Ja, ich stelle die Frage normalerweise immer. Ja, also ich benutze diese Begriffe so, wie es sozusagen aus meiner Testpersonenschar heraus begriffen werden. Ich bin aber selber durchaus skeptisch, das muss ich schon sagen. Ich habe bis dato, also ich stelle die Frage normal immer den Technikerinnen und Technikern, ja, weil Ware, also es ist eine große Definitionssache. Was ist überhaupt Intelligenz? Und die Frage, die mir oft gestellt wird, ist, wann sind die Maschinen intelligenter als die Menschen? Ja, das ist eine Frage, die natürlich vollkommen absurd ist, wenn man nicht vorher abgesteckt hat, wovon man eigentlich spricht. Und jetzt Narrow Intelligence und so weiter ist ganz was anderes als unsere komplexe Kognitionspotenzial. Ich weiß auch nicht. Also,
mir ist auch jetzt noch kein System begegnet und wir haben bei der Ars Electronica ja gerade beim Festival groß Aufgebot von KI-Entwicklerinnen und Entwicklern auch da gehabt, wo ich jetzt wirklich sagen würde, ja super, super smart oder da ist jetzt wirklich Intelligenz drinnen. Aber wiederum, so aus meiner psychologischen Sicht und aus der Wahrnehmung der Menschen ist es natürlich schon oft so. Ja, und das ist halt bei mir einfach der Schwerpunkt. Herzlichen Dank. Danke.